Hallo, Ralf Bohlmann hier, Better Day Podcast. Wie läuft's bei dir? Hast du die letzte Folge gehört? Die mit der 100-Tage-Challenge? Oh, langsam. 100 Liegestütze an 100 Tagen. Macht zusammen 10.000 Liegestütze bis Anfang Mitte Juli. Das müsste man doch sehen, oder? Im Spiegel. Ich bin jetzt schon in der zweiten Woche, bin ein bisschen früher angefangen. Und ehrlich gesagt, bis jetzt fällt es mir auch gar nicht so schwer. Kurz runter, pumpen, wieder rauf. Morgens nach dem Frühstück. Dann vor dem Mittagessen und wenn ich abends mit der Arbeit durch bin, dann nochmal kurz. Wie gesagt, es müssen ja nicht gleich 3x33 Liegestütze sein. Du kannst auch mit 3x10 anfangen und dich dabei langsam steigern. Oder du machst jeden Tag 3 Sätze Liegestütze mit den Knien am Boden. Oder du gehst dreimal in den Unterarmstütz und hältst die Planke, Plank. Du hast das mit der Schulter? Dann machst du Kniebeugen. 3 Sätze. In jedem Satz so viele, wie du schaffst. Und dann drückst du noch einen raus. Und der letzte darf ruhig etwas brennen. Ist ja nur der letzte. Kein Ding. Ach, liebe Herren, nur dass wir geredet haben. Ich spreche von blitzsauberen, korrekten Liegestützen. Zumindest für diejenigen, die schon bei über 20 Wiederholungen pro Satz angelangt sind. Oder das zumindest glauben. Beim Liegestütz ist der Körper kerzengerade angespannt. Jede Wiederholung beginnt mit der Brust am Boden und endet, wenn die Arme oben vollständig gerade durchgedrückt sind. Alles klar? Man sieht das oft, dass die Leute ihre Liegestütze so hinrotzen, nur so in der Schwebe ein paar Zentimeter rauf und runter pumpen. Die zählen natürlich alle nicht. Unten berührst du mit der Brust oder Bauch den Boden und oben sind die Arme vollständig durchgedrückt. Und der Rücken bleibt bis zuletzt gerade wie ein Brett. Mancher drückt die Arme durch und die Hüfte wird erst dann nachgezogen, wenn die Schultern schon oben sind. Wenn überhaupt. Also wenn die Hüfte durchhängt, dann zählt sie natürlich auch nicht. Also, wer mit seinen Liegestützen angeben möchte, der schickt mir kurz mal ein Video zur Nachkontrolle. Wer unsicher ist, ob er das richtig macht, der darf mir auch gerne ein Video schicken. Ich schaue es mir dann gern an und gebe ein Feedback. Natürlich privat, ist ja klar. Hier wird nichts an andere weitergegeben oder irgendwie geteilt. Also, E-Mails und Videos gerne per E-Mail an ralf@barefootway.de. Okay? Bin gespannt. Ich mache übrigens derzeit zwischen 35 und 45 Liegestütze pro Satz. Und die würden die Qualitätskontrolle auch überstehen. Ich denke schon länger darüber nach, ob ich vielleicht hin und wieder mal Hörerfragen hier im Podcast beantworten sollte. Das ist ein bisschen heikel. Die Fragen sollten halt schon irgendwo in den Podcast passen und auch für andere interessant sein. Lukas hat zum Beispiel geschrieben, ich soll doch mal was zum Thema Laufen machen. Training, Ernährung während des Marathons. Puh, das ist ein weites Feld, denn beides hängt davon ab, wo du stehst. Bist du ein 2,45-Läufer oder willst du versuchen, unter 5 Stunden zu bleiben? Hauptsache ankommen. Wie du trainierst und was du während des Marathons zu dir nimmst, wenn überhaupt, das hängt natürlich von deinem Trainingszustand ab und davon, wie lange du überhaupt auf der Strecke zu sein gedenkst. Ich bin 2012 mal einen Marathon mit einem Freund gelaufen, um ihn bei seinem ersten Marathon zu begleiten und zu unterstützen. Paris-Marathon war das, mit 40.000 anderen Läufern. Quasi aus dem letzten Startblock sind wir los und haben 4 Stunden 38 Minuten gebraucht. Meine Bestzeit stand zu der Zeit bei 3 Stunden 6 Minuten. Ich bin also weit unterhalb meiner Möglichkeiten gelaufen. Aber die anderthalb Stunden, die ich länger auf der Strecke war, haben mich echt fertig gemacht. Bei mehr als 4 Stunden reicht es dann auch nicht mehr, nur ab und zu einen Schluck Wasser durchs Gesicht zu schütten. Da braucht es dann schon die richtigen Getränke und was zum Lutschen oder Beißen. Aber bei einer Zeit von unter 3 Stunden ist die Laufgeschwindigkeit so hoch, dass an Trinken oder sogar Essen sowieso nicht mehr zu denken ist. Lauf mal 1 Kilometer in 4 Minuten. Das ist eine Geschwindigkeit von 15 km/h und versuch dabei aus einem Becher zu trinken oder einen Energieriegel zu essen. Viel Spaß! Also, wenn du Fragen hast, die ich vielleicht hier im Podcast beantworten könnte und die vielleicht auch für den einen oder anderen Podcast-Hörer interessant sein könnten, dann wirf mir doch mal ein Stichwort zu. Sollen wir das mal versuchen? Hin und wieder eine Folge mit Hörerfragen? Könnte doch vielleicht ganz interessant sein, zu hören, was andere interessiert und was Ralf darüber denkt. Falls das nicht funktioniert oder du das nicht magst, darfst du mir das auch gern mitteilen. Am liebsten per E-Mail an ralf@barefootway.de. Fragen und Nachrichten per Facebook Messenger oder Instagram, sowas kommt bei mir leider nicht an. Also bitte per E-Mail, da bin ich ein bisschen traditionell. Ich müsste sonst sämtliche Social Media überwachen und da auch noch den Postein- und Ausgang kontrollieren und das geht leider nicht. Dann könnte ich keine Podcasts mehr machen. Alright,
Also, ich bin gespannt auf deine Fragen und ich bin neugierig zu erfahren, ob dir solche Fragen und Antworten-Podcasts gefallen würden. Bis dahin wünsche ich dir eine tolle Woche. Wir hören uns. Dein Ralf Bohlmann.